Milchsauer vergorenes Gemüse hält wieder Einzug in die heimischen Küchen. Und das mit gutem Grund, denn meistens essen wir ja zu schnell und viel zu oft Fertigprodukte. Die Folge, es fehlt uns die natürliche Keimzufuhr, also Bakterien, die unserem Darm gut tun. Roh fermentiertes Gemüse kann diesem Mangel vorbeugen. Elke Weiß mit Einblicken. In diesen Gläsern gärt und blubbert es. Rote Rüben mit Anis, Weißkraut mit Orangen und rote Zwiebel mit Apfel werden von Milchsäurebakterien so richtig in die Mangel genommen, vergoren und vorverdaut. Ingrid Palmetshofer ist Fermentista und hält Kurse ab. Als gut geeignetes Gemüse gibt es sehr viele. Das fängt an einfach beim Klassiker, das Sauerkraut. Das geht über, einfach über Karotten, rote Rüben. Alles Gemüse lässt sich fermentieren, das grundsätzlich roh gegessen werden kann. Das ist einmal wichtig zu wissen. Was sich nicht so gut eignet, sind einfach grüne Gemüsesorten, die einen sehr hohen Chlorophyllanteil haben, wie zum Beispiel der Brokkoli. Das ist einfach irgendwie so ein schwieriger Kandidat. Wilde Fermentation ist die älteste Konservierungsmethode der Welt. Das bekannteste fermentierte Gemüse ist Sauerkraut. Es beginnt mit dem Zerkleinern. Die Verwandlung des Gemüses wird später durch Einwirkung von Salz in Gang gesetzt. Ideal ist eine 2%ige Salzkonzentration. Bei 3,5 Kilo Kraut verwendet die Fermentista also 70 Gramm Salz. Das Salz und das Quetschen entziehen dem Gemüse die Flüssigkeit. Es entsteht eine Lake. Bei Gemüse, das nicht gequetscht werden soll, kommt Salzwasser zum Einsatz. Geschmackliche Raffinesse erlangt man durch Zitronenaroma und Gewürze wie etwa Minze. Beim Fermentieren muss es sauber, aber nicht steril zugehen, da ja Bakterien am Werk sind. Damit nur die Guten überleben, sollte alles mit Salzwasser gut bedeckt sein. Ein Krautblatt und ein Tonstück verhindern, dass Gemüseteilchen mit Sauerstoff in Verbindung kommen und sich Hefe bildet. Das wollen wir ja nicht. Eine weitere Möglichkeit, Gemüse zu fermentieren, ist der Einsatz einer Starterkultur, wie zum Beispiel Brottrunk. Dieser enthält bereits eine große Menge an Milchsäurebakterien. Wir wollen wissen, ob man damit das Endergebnis verbessern kann. Die Fermentista produziert für konkret 4 Laborproben. Einmal rote Rüben und Kraut wild fermentiert, also mit Salz angesetzt, und einmal verwendet sie Brottrunk. Alles senden wir an ein Lebensmittellabor in Deutschland mit der Bitte um genaue Analyse. Sind tatsächlich nur gute Keime in den Gläsern oder können sich doch auch unerwünschte Bakterien vermehren? Und macht es einen Unterschied, ob man dem Gemüse Brottrunk zusetzt? Die Ernährungswissenschaftlerin Claudia Nichterl analysiert das Ergebnis. Wir haben eine wunderbar hohe Keimzahl bei den Milchsäurebakterien in ähnlicher Größenordnung, also ist gar nicht so viel Unterschied. Und ich würde sagen, man kann das sehr gut vergleichen wie die probiotischen Joghurts. Also wenn man das regelmäßig konsumiert, haben wir wirklich eine gute Keimzahl, die da die Darmbesiedelung unterstützen kann. Wir haben auch ganz leicht eine Vitaminproduktion, also Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin K. Das ist jetzt nicht so nennenswert, dass man sagt, es trägt sehr viel bei, aber man sieht, da lebt was und da tut sich was. Und noch viel positiver finde ich, dass wir hier sehen, wir haben überhaupt keine negativen Sachen, keine Escherichia coli oder irgend Salmonellen oder Listerien oder etwas, was bedenklich wäre. Also man kann diese Produkte wirklich als sicher empfehlen und einstufen. 2 Kilogramm Mikroben leben im menschlichen Darm und sorgen für ein starkes Immunsystem. Der westliche Mensch hat ein reduziertes Mikrobiom, was ihn anfällig für viele Krankheiten macht. Ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viel Antibiotikum einfach verschrieben bekommen, ungefähr bis zu meinem 25. Lebensjahr. Und ich weiß, was es bedeutet, eine Verdauungsschwäche zu haben. Und seit ich fermentierte Lebensmittel zu mir nehme, ist die Verdauungsqualität einfach deutlich gebessert. Übrigens, im Gegensatz zu selbstfermentiertem, enthält pasteurisiertes und industriell hergestelltes Sauerkraut kaum noch Milchsäurebakterien. Wer seinem Darm also Gutes tun will, sollte darauf achten, roh fermentiertes zu essen.
Also die längsten Fermente, die bei mir jetzt im Kühlschrank stehen, das sind so kleine Restmengen, einfach denen ich zuschaue und die ich beobachte. Und das älteste ist jetzt 14 Monate alt und es ist noch immer genießbar. Also dem schaue ich beim Altern zu. Altes Gemüse für einen jung gebliebenen Darm.